Tag auch Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Super Mario Galaxy. Was ihr nicht mitbekommen konntet, ist, dass ein Gourmet-Luma aufgetaucht ist. Direkt hier um die Ecke. Lalalala, lalala. Hey du, da hast du keine Sternteile. Ich will Sternteile essen, ganz viele davon will ich essen. Lalala, lalala, komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 800 esse, verwandele ich mich und die haben wir doch. Die haben wir locker. Von daher, einmal her damit für ihn. Das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandelung. Und wir haben damit, ja, einen wunderbaren Gourmet-Luma geholfen, sein Mittagessen zu verputzen. Sind wir nicht wieder freundlich? Ab ins Weltall. Ich bemerke gerade, ich habe seit dem letzten Mal natürlich noch keine Leben aufgestockt. Das heißt, wir laufen immer noch mit, doch, 7 Leben, so viele, hätte ich nicht gedacht, rum. In der Fischtunnel-Galaxie, in der Mission Goldener Köder des Urfischplaneten. Das klingt jetzt sehr merkwürdig, es ist auch sehr merkwürdig und es ist ein Wasserlevel, gemischt mit Geistern und Gold und Keks. Hallo Cooper. Wunderschöne Musik übrigens, wie ich finde. So fröhlich hier will man Urlaub machen. Ich meine, wer würde nicht gerne Urlaub machen? Ich sollte erstmal wieder ein bisschen den richtigen Abstand einnehmen. Was hier das Besondere ist, ist diese goldene Kiste natürlich. Wie wir alle wissen, Kisten kann man hiermit öffnen. Normalerweise. Was sagt uns denn dieses schöne Schild? Die Truhe öffnet sich für den leuchtenden Panzer. Das heißt, ein normaler reicht wohl nicht. Das heißt, wir brauchen einen goldenen. Hast du vielleicht eine Info, wo wir sowas bekommen könnten? Das ist mein Versteck. Ein perfekter Ort zum Angeln. Wunderbar. Ist übrigens sehr interessant, wo der nicht alles auftaucht, dieser goldene, dieser Pinguin, der taucht ja nicht nur hier auf. Den hatten wir schon mal gesehen. Der taucht irgendwie auch extrem oft an sich in diesen ganzen Gourmet-Luma-Galaxien auf. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend mögen Gourmet-Lumas Pinguine. Und bevor ich da jedoch abtauche, muss ich mir noch eine Taschenlampe holen. Denn Taschenlampen sind wichtig, wie wir alle wissen. Ich finde es ja so praktisch, dass Koopa-Panzer einen eingebauten Scheinwerfer besitzen, mit dem wir auch unter Wasser dann wunderbarerweise Geister töten können. Hallo Kuku. Hier spawnen übrigens unendlich viele in der Zeit. Einmal durchrammen einfach. Und nach oben. Nun der Fun Fact. Da unten sind Sternteile. Das heißt Fun Fact, erstmal die Aufgabe erklärt. Da unten sind Sternteile. Im Wasser. 5 Stück an der Zahl, mit denen wir einen Sternring unten am Meer machen können, mit dem wir nach da oben kommen, wo dann der goldene Koopa-Panzer wartet. Was ich hier, wie man bereits bemerkt hat, versuche, ist anderweitig da hochzukommen. Ich weiß, dass es geht. Aber ich glaube, den Koopa-Panzer hätte ich nicht wegwerfen sollen dafür. Ist da unten einer, außer es ist nur ein Sternteil. Ich glaube, es ist nur ein Sternteil. Ja. Also, wenn man es richtig machen möchte, muss man hier unten hin. Aber wir wollen es hier nicht richtig machen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie anders hochkommen. Weil alles andere wäre ja langweilig. So zum Beispiel. Och Mario, muss es unbedingt wieder rausspringen? Aber genau so kommt man da hoch, wenn man es richtig machen möchte. Schummelsare schlägt wieder mal zu, würde ich sagen. Hier oben haben wir dann den goldenen Panzer. Welcher übrigens natürlich so rum ist, dass er quasi richtig rum ist aus unserer Sicht auch. Da unten haben wir noch die Sternteile, die wir nicht mehr brauchen. Und wir suchen jetzt mal wieder unseren Ausgang. Der ja auch hier irgendwo unter Wasser war. Nicht allzu weit unter Wasser. Da war er auch schon. Also, falls ihr keine Lust habt auf lange Tauchsessions, so geht diese Mission wunderbar schnell. Und je länger ihr braucht, desto mehr Boost habt ihr hier am Hals. Naja, das war eine sehr schöne kurze Mission, würde ich sagen. Die eigentlich viel zu lange gedauert hat. Die kann man doch viel schneller machen. Wenn man direkt den Sprung hinbekommen hätte und nicht erst die Gegend erkundet, nicht Schilder liest und so weiter. Naja.
Hier nochmal, um die Frage zu beantworten, wer würde nicht gerne Urlaub machen? Der Todsuchtrupp zum Beispiel würde ja sehr gerne Urlaub machen, anscheinend. Puh, ich wäre beinahe erstickt. Oh, Mario. Ach, ich wollte gerade einen Powerstern aufheben. Da ist dir in diese Schatztruhe gefallen. Es war furchtbar. Naja, jedenfalls. Nimmst du bitte den Powerstern, den ich gefunden habe? Eigentlich sind die Toads in diesem Spiel viel netter als Luigi. Luigi besteht immer darauf, sag allen, ich habe ihn gefunden. Die Toads wollen unbedingt, dass wir ihn haben. Nicht nur, dass sie berühmt werden damit quasi. Hier, bitte einen Powerstern. Ja, hier, bitte einen Powerstern. Dann eben... Ach. Dann eben... Wie lang ist diese Sprechhitbox? Ich will springen. Dann eben so. Manchmal sind diese Sprechhitboxen doch nervig, wenn sie direkt bei einem Stern auftauchen. Naja, mit einer wunderbaren Siegesfanfare kommen wir zurück. Und ja, da wir ein Gourmet-Luma hatten, sind wir wieder hier vorne bei Rosalina. Wir haben 57 Sterne, eine Galaxie komplett, ein paar Sternteile gesammelt und können speichern. Können, machen wir aber nichts. Ja, wir haben im Grunde genommen nichts Neues freigeschalten. Wir haben nur noch das, was wir die ganze Zeit machen. Aber wir können natürlich unseren Luigi retten, weil Luigi geht immer. Und ja, zu diesem wunderbaren Ort können wir jetzt mit Hilfe des Fotos gehen. Das heißt aber, wir könnten es auch ohne machen, weil ich weiß, wo es ist. Ja, gib mir auch die Leben, wenn du unbedingt drauf bestehst. Denn, ja, ich brauche sie nicht, aber man kann sie ja mitnehmen. Schließlich sind sie gratis. Und, ja, wenn man Luigis bekommt, und übrigens habe ich 20 oder so. Auf jeden Fall mehr. Was eigentlich unlogisch ist, dass man, wenn man Luigi spielt, mehr bekommt, weil man, wenn man Luigi spielt, das Spiel eigentlich können sollte, weil es, ja, einen abverlangt, das Spiel zu 100% zu schaffen, im Grunde genommen, wenn man Luigi spielen möchte. Naja. In der Honigbienen-Galaxie, wollte ich schon sagen, Honigbienen-Königreich, haben wir eine neue Galaxie, das rede ich ja schon wieder vermisst, haben wir einen neuen Stern vor uns, eine neue Mission, was natürlich darauf hinweist, dass wir ja garantiert richtig sind. Die Mission ist die erste mal wieder. Und ja, wenn man genau darauf achtet, dann hat man ihn vielleicht schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob er sich weiß. Ich habe nämlich persönlich nicht genau drauf geachtet. Auf jeden Fall ist er, ja, nicht allzu gut versteckt. Man hat gesehen, er ist an einem Baum. Und hier gibt es nicht so viele Bäume, wie man vermuten könnte in einer solchen Galaxie. Ich meine, wie viele Bäume haben wir hier schon groß? Dementsprechend holen wir uns einfach mal ganz schlicht unseren Bienenpilz. Ich rede heute schon wieder nur Mist, ich sehe das schon. Heute ist irgendwie auch so mein Tag, an dem sämtliche Programme abstürzen. Auch das Hinti ist auch schon nach der letzten Aufnahme abgestürzt und ich stürze sie auch gleich ab. So, ich sollte vielleicht sinnvoller spielen. Schafft man es überhaupt von hier oben zum Beispiel? Ich will es einfach mal probieren. Schafft man sogar. Das ist übrigens ja schon abgehört, denn hier oben ist er schon. Aua. Ah, Bruderherz. Ist der Riesenkäfer weg? Dann lass uns den Powerstern nehmen und nicht weg von hier. Und damit haben wir einen weiteren Powerstern, welcher wahnsinnig schnell und einfach war. Na gut, ist eine der ersten Galaxien im Spiel, nimmt die zweite. Von daher kann man auch schon erwarten, dass es hier nicht allzu schwer wird. Wobei diese Galaxie doch noch was zu bieten hat später. Aber dazu dann an entsprechender Stelle mehr. Ja, und ich würde sagen, ganz passenderweise, wo wir jetzt die Möglichkeit haben, wieder in die Wüste zurückzukehren, dann machen wir das doch auch gleich mal. Ein neues Kapitel im Bilderbuch, welches wir immer noch nicht lesen wollen. Zumindest noch nicht halt. Und ja, ich würde sagen, einmal rüber zum Schlafzimmer. Wobei wir natürlich auch vorher noch gucken können, ob irgendwo neue Kometen aufgetaucht sind. Nein. Wobei ich auch glaube, im Moment die einzigen Kometen, die auftauchen könnten, wären welche im Schlafzimmer. Von daher würden wir sie so oder so mitbekommen. Wobei im Schlafzimmer von den Missionen, die es gibt, die es euch im Moment nur noch ein Komet erscheinen könnte. Wobei der im Moment nicht erscheinen kann, weil wir dafür noch was anderes schaffen müssen. Das ist schon wieder so ein typischer Eco-Satz, oder? Es gibt nur noch einen, der kommen könnte, aber der kann noch nicht kommen. Ja.
Genau, EQ. Genau so muss man Sätze formulieren. Voller Logik. So, ja. Wir gehen jetzt in die zweite Mission an dieser wunderschönen Galaxie. Ich hasse sie. Jenseits des endlosen Treibsands. Jetzt wisst ihr natürlich genau, was ihr machen müsst. Ich liebe diese Galaxie. Nein, ich hasse sie. Und der Stuhl quietscht wie ich. Ja, wir haben gerade erfolgreich gesehen, dass extrem viel Sand in dieser Mission auftaucht. Das haben wir vorher nicht gewusst. Von daher hat uns das sehr viel weitergebracht. Hallo. Hallo, sagte ich. Danke. Das sind quasi Poki-Köpfe, wie man sie in einem Mario-Spiel in der Wüste erwartet. Diese Münze ist wichtig, tatsächlich. Naja, nicht wichtig, aber sie macht... Ey, wird alle erwischen. Dann ebenso. Sie markiert die Mitte, und wenn man genau in der Mitte steht, nicht so wie ich, dann könnte man auch besser spielen als ich. Poki verwirren. Ich will mal versuchen, auf seinem Kopf zu landen, ob das überhaupt machbar ist und was passiert. Naja. Das kostet im Endeffekt nur Zeit. Eigentlich soll man den nur dazu bringen, dass er umkippt. Indem man einfach nichts tut. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Komm mal her, Poki. So, danke. Oder auch nicht. Achso, wir sollen Poki sterben. Das ist auch einmal eine schöne Todesursache. Ich glaube, das ist das erste Mal in meiner Super Mario Galaxy Geschichte, dass ich an einem Poki sterbe. Vielleicht kann ich sagen, in meiner gesamten Mario Geschichte, weil da gab es bestimmt mal irgendwelche traumatischen Erlebnisse in der Vergangenheit. Nein, irgendwie nicht, aber egal. Zumindest nichts, woran ich mich erinnern kann. Und dieser eine, der will immer überleben. Der hat ein großartiges Willen. Dann war dieser Poki der, den man in Einzelteile hauen muss. Oder doch ganz oben drauf springen. Das geht natürlich auch gut. Jetzt hat natürlich alles auf Anhieb. Wichtig ist es, ein paar Sternteile mitzunehmen. Warum, fragen sich manche. Andere finden es natürlich logisch. Gourmet-Nummerzeit. Und Gourmet-Nummerzeit heißt natürlich immer la la la. Hey, du, da hast du keine Sternteile. Ich will Sternteile essen. Ganz viele davon will ich essen. La la la. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 20 esse, verwandele ich mich. Und ja... Wer bemerkt hat, wie viele wir haben, der wird bemerkt haben, dass wir mehr haben als 20. Naja. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandelung und... Wii, eine neue Galaxie. Und diese Galaxie ist doch sehr pyramidenartig. Und zwar eigentlich eine Pyramide mit einer abgeschnittenen Pyramide als Fuß. Und wir begeben uns nochmal in diese Pyramide hinein, in dieses pyramidenartige Gebilde. Hier sehen wir eine Röhre, das heißt, wir begeben uns wirklich ins Innere. Und ja, mal sehen, was diese Mission zu bieten hat. Wie diese Mission abläuft. Silberstern. Plus die Tatsache, wenn wir diese grünen Streifen rühren, dann passiert Folgendes. Das Sandgewirr hier bewegt sich einmal komplett nach oben. Also der Sand von oben fließt raus und unten kommt er wieder ran. Wie auch immer es funktioniert. Keine Ahnung, fragt mich nichts. Das heißt, wir gehen jetzt immer hoch und runter im Wechsel, um hier dann den gesamten Sand abzugrasen. Ich weiß gerade gar nicht, ist hier oben noch was? Nö. Dann bewegen wir uns gleich nach unten. Wie man gesehen hat, hier ist eine Abzweigung, die wir dann jetzt hier entlang gehen können. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, es gab immer auf jedem Weg nur einen Silberstern. Kann auch sein, dass ich mich irre und auf einmal ein zweiter auftaucht. Naja, man muss halt aufpassen, dass man einfach nicht zerquetscht wird. Einfach nicht zerquetschen lassen. Mehr gibt es in dieser Mission nicht zu tun. Eigentlich soll man das nicht so machen, wie ich es gerade mache, deswegen mache ich es auch nicht so. Man kann es machen, aber man hätte einfach nur einen Wandsprung machen müssen, an der Stelle, wo man es eben gesehen hat. Moment. Na dann. Dann mache ich es auch. Dann eben einen Drehsprung. Dann schummel ich mich doch hier hoch, wenn alle anderen Wege schon gegangen sind von uns und man extra nochmal einen bekannten Weg gehen müsste. Man muss ja auch gleich nochmal einen bekannten Weg gehen. So ist es nicht, dass wir nicht nochmal hier lang gehen müssen, aber ihr wisst, was ich meine. So, hier haben wir auch schon unseren Silberstern. Und dann hier irgendwo müsste der zweite sein. Ach da. Ich glaube, das ist der, wo wir jetzt hin müssen. Das war schon fast knapp. Damit haben wir jetzt den fünften Silberstern, wie immer, sehr schön erschummelt. Der Sand verschwindet komplett. Und wir erhalten
erstaunlicherweise keinen normalen Powerstern, sondern den letzten grünen Powerstern. Ja, das ist doch sehr schön. Jetzt haben wir damit die Challenge-Galaxien freigeschalten. Das heißt, wir haben doch schon einiges erreicht, was das betrifft. Für 23 Folgen ist das eine ganze Menge. Darüber werden wir jetzt natürlich informiert, dass wir hier wunderbarerweise jetzt drei neue Missionen vor uns haben, welche ja noch ein bisschen warten. Erstmal Stern Nummer 59. Es sieht so aus, als hättest du alle grünen Powersterne wieder erlangt und das Tor zu den Prüfungen reaktiviert. Damit haben wir halt die Prüfungen. Du hast das Tor zu den Prüfungen reaktiviert, was wohl auf dich wartet. Das sehen wir ein anderes Mal bei Let's Play Super Mario Galaxy. Bis dahin sag ich, tschüss.